Und dann scheint das auf jeden Fall schon mal zu funktionieren. Okay, also klar, kleine Motivation zu Beginn. Die große Frage, zumindest vor der wir irgendwie so in der Uni gestanden haben, ist natürlich so klassische Prüfungen und Pandemiebedingungen, wie kann das irgendwie zusammenpassen? Ja? Also das, was wir bisher eben gemacht haben, ziemlich viele Leute zu einer Zeit in einen Raum zu setzen und die dann alle schriftlich irgendwie Prüfungen schreiben zu lassen, das funktionierte nicht so richtig. Gab dann ein paar absurde Ideen, das vielleicht irgendwie outdoor zu machen oder in sehr großen Hallen. Wir haben das dann auch mal gemacht in den Messehallen mit eben entsprechend großen Abständen. Das hat auch irgendwie funktioniert. Aber ja, irgendwie, das war so ein bisschen so die Initialzündung, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gibt so eine einfache Antwort. Die einfache Antwort wäre einfach, ja, wir haben halt das Internet. Irgendwie müssen wir halt gucken, wie wir diese Prüfung halt online übers Internet hinbekommen. Wir können irgendwie alle möglichen anderen Sachen übers Internet machen. Reisen buchen, einkaufen, Versicherungen abschließen. Warum soll man nicht auch irgendwie Leute darüber prüfen können? Ja, und naja, klar, die kompliziertere Antwort ist dann, das geht schon irgendwie, aber nicht mit den klassischen Prüfungsformaten, die wir so haben. Ja, also man muss mal ein bisschen, wie man so schön sagt, out of the box denken. Ja, wie kriegt man das jetzt hin, diese 9 Punkte mit 4 Graden ohne abzusetzen zu verbinden? Also wenn man zumindest in der Box drin bleibt, geht das nicht. Kleines geometrisches Problem, gibt ein paar Lösungen. Ja, aber man muss mal irgendwie ein bisschen ausbrechen, den Blick ein bisschen weiten, will ich damit sagen, und gucken, was will man eigentlich mit Prüfungen erreichen und was für Bedingungen haben wir und wie kriegen wir das dann irgendwie umgesetzt. So, und das, sagen wir mal, eigentlich zugrunde liegende Problem ist, wenn man jetzt herkömmliche, konventionelle, klassische, analoge Prüfungsformate hat und die jetzt digitalisiert, genauso wie sie sind, ist das nicht unbedingt wahnsinnig zielführend. Es gibt einen schönen Ausspruch dazu von Thorsten Dürks, ich glaube von 2015, CEO von Telefonica damals: Wenn Sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben Sie einen digitalen Scheißprozess. Und das gilt halt auch für Prüfungen. Also wenn man eigentlich irgendwie ein ziemlich antiquiertes Prüfungsformat, was eigentlich schon lange mal irgendwie reformbedürftig war, jetzt irgendwie versucht, mit aller Macht in die digitale Welt rüber zu retten, wird das halt davon nicht besser. Ja. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal, das, was im Hintergrund mitschwingt. Und dann, was ich halt bei uns insbesondere an der Uni feststelle, und das betrifft jetzt nicht nur die Uni in Magdeburg, sondern natürlich irgendwie auch andere Hochschulen und Universitäten: Wir haben da sehr alt hergebrachte Prüfungsformate, die waren schon gefühlt immer so, und deshalb hat die auch oder stellt die auch im Prinzip keiner mehr in Frage. Ja? Und also das sieht bei uns eben gerade, ich kann eben von den Ingenieurwissenschaften sprechen, so aus: Man setzt Leute für, ich sag mal, 3 Stunden typischerweise abgeschottet von der Außenwelt in einen Raum, sagt: Hier ist Zettel und Stift und vielleicht ein Taschenrechner und bitte löse jetzt irgendwie diese großen, hochtrabenden ingenieurwissenschaftlichen Probleme. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal irgendwie ins reale Leben übertragen vorstellt, wie das ja wäre, ist ja total absurd, dass jetzt irgendwie Elon Musk zu seinen Top-Entwicklerinnen sagt: Hier, entwickelt jetzt bitte das neue Batterie-Lademanagement-Antriebs-Was-auch-immer-System für das Elektroauto. Ihr habt 3 Stunden Zeit, Zettel, Stift und Taschenrechner. Jetzt setzt euch bitte alle einzeln, abgeschottet von der Außenwelt, in diesen dunklen Raum da hinten, ohne Internet und ohne alles andere, und macht das halt. Ne? Also natürlich sieht die normale Arbeitswelt so aus, dass man halt mit anderen Leuten zusammenarbeitet, kommuniziert mit denen. Jeder bringt irgendwie verschiedene Voraussetzungen mit, und da muss man trotzdem irgendwie in einer Gruppe versuchen, eine relativ gute Lösung für irgendein Thema zu finden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Prüfungen komplett so ablaufen müssen, aber das ist halt, das sind im Arbeitsleben nicht unwichtige Kompetenzen, die wir halt in Prüfungen komplett ausblenden. So, zumindest in so herkömmlichen. Und da kann man halt mal dran arbeiten. Ja, also diese Schlüsselkompetenzen, außerfachlichen Kompetenzen, diese berühmten 4K oder 4C, wie sie in Englisch heißen, aber über die könnte man eigene Vorträge halten. Und noch so eine weitere These ist eben auch schon angeklungen: Das Internet geht nicht mehr weg. Also damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, da gab es noch so ein paar Lehrerinnen damals, die gesagt haben: Ach, das Internet, das ist so eine Modeerscheinung. Wart mal 1-2 Jahre ab, da spricht ja kein Mensch mehr von. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten so CDs,
So, da war das Internet drauf. Das Internet 1998 hat irgendjemand runtergeladen, auf eine CD gepresst, damit man sich das halt angucken konnte in Schulen, die keinen Internetzugang hatten. Aber immerhin Computer mit einem CD-ROM-Lesegerät. Also ja, das Internet gehört dazu und es ist eigentlich ziemlich absurd, das halt im Unterricht und in Prüfungen halt komplett auszublenden und zu ignorieren. Irgendwie muss man das in Prüfungen mit reindenken. Und da ist jetzt mal die erste Umfrage, weil das ja auch ein bisschen Workshop-Charakter haben soll. Welche Erfahrungen, und ich bleibe mal beim förmlichen Sie, ansonsten biete ich eigentlich eben immer und überall direkt einen Workshop-Du an. Welche Erfahrungen haben Sie mit Online-Prüfungsformaten? Und ich versuche auch mal diesen Link hier wieder in den Chat zu kopieren für die Leute, die per Zoom zugeschaltet sind. Und warte mal dann hier ein paar Sekunden noch ab, bis alle hier im Raum auch den QR-Code gescannt haben. Und gehe dann mal auf die entsprechende Internetseite, um zu schauen, ob und was da schon mal so für Ergebnisse eintröpfeln. Und man könnte jetzt auch eben auf menti.com gehen und da diesen Zahlencode eintippen. Aber ansonsten kommt man auch so auf die Internetseite und ich versuche die mal ins Vollbild zu setzen. Also es gibt ein paar Erfahrungen schon mal gemacht, keine sehr wenig, mehrfach. Bitte? Es gibt keine falschen Antworten, es ist einfach eine Freitextfrage und jedes erscheint so ein bisschen wie so eine Sprechblase. Okay, und dann gibt es schon fachspezifische Sachen. In Deutsch läuft das super, in Kunst gibt es noch kein geeignetes Format. Klar, also praktische Sachen sind immer total schwierig. Das ist auch an der Uni so natürlich ein Laborpraktikum, wo Leute irgendwie Kabel stecken sollen und Messgeräte bedienen sollen. Klar, das kann man irgendwie virtualisieren, virtuelle Messgeräte. Man kann irgendwie so Remote-Labore machen. Also da gibt es irgendwo echte Hardware in einem Labor und dann kann man die mit Kameras filmen und die Leute steuern das irgendwie aus der Ferne fern und machen den Versuch schon auf einem echten Messgerät mit echten Werten. Hat alles so seine Vor- und Nachteile. Okay, handschriftlich, aber zu Hause während der Videokonferenz. Okay, und da unten, das ist so eine Aussage hier in diesem roten Kästchen, glaube ich, oder lila, kann die Farbe nicht so richtig erkennen. Die Ergebnisse sind nicht besser oder schlechter, wenn die Kids das Internet nutzen. Die Korrektur geht schneller. Das kann ich schon vorgreifen, ist im Endeffekt auch genau meine Erfahrung. Und klar, mit Korrektur schneller oder Korrektur langsamer, das hängt natürlich ein bisschen von dem Format ab, was man da wählt. Aber so im Großen und Ganzen ist das auch eine der Kernerfahrungen von mir. So, dann suche ich mal wieder meine Folien. Und möchte noch in diesem Motivationsblock eine sehr prägnante Aussage machen. Ich bin ein vehementer Gegner von Proctoring, also von allen möglichen Video-Fernüberwachungsgeschichten. Also es, ja, das ist hier, glaube ich, so ein, habe auch eine Quelle drunter geschrieben, sicheres Prüfen im Fernunterricht mit IS-Test, was auch immer das ist, und Zoom in drei Schritten, also wo sich halt, ich glaube, ein Realschullehrer irgendwas überlegt hat, jeder Schüler, jede Schülerin, Kamera von vorn, Kamera von hinten, sodass man gucken kann, was sie halt auch wirklich auf dem Bildschirm da macht und tut. Und ich habe dem mal gegenübergestellt, dass wir haben an der Uni ein Leitbild Lehre und dieses Leitbild Lehre sagt in einem der ersten Sätze, die Basis unserer Informations- und Kommunikationskultur sind Vertrauen und Transparenz. Und das glaube ich gerade dieser diese Vertrauensgeschichte. Also ich glaube, man sendet den Studierenden und auch den Schülerinnen natürlich ein sehr falsches Signal, wenn man sagt, also ich bei uns in einigen Gremien auch immer diesen schönen Satz gehört, man möchte den Studierenden ja nichts unterstellen, aber ja, natürlich lügen und betrügen sie alle und cheaten hier und machen dieses und jenes dort. Nein, also ich glaube, man sollte seinen Studierenden und auch den Schülerinnen im Großen und Ganzen vertrauen, dass sie es schon alle nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und natürlich wird es immer ein paar geben, die versuchen, den Rahmen
den man vorgibt, bestmöglich für sich auszunutzen. Das ist auch vollkommen legitim, aber trotzdem sollte halt Vertrauen und Transparenz schon das sein. Und noch ein Beispiel, was das vielleicht bei uns unterstreicht, ist bei uns an der Uni, obwohl das unsere Fernprüfungsverordnung, die wir in Sachsen-Anhalt haben, die hauptsächlich lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht ist von der Fernprüfungsverordnung in Bayern, das nicht zulässt. Also die sagt halt, man kann Fernprüfungen per Video überwachen, aber eben nur mit einer Kamera, nur mit einer Kameraperspektive, keine Raumschwenks, keine weitergehende Raumüberwachung, keine Software, die fest auf den Rechnern der Studierenden installiert werden muss und so weiter und so fort. Und es gab natürlich trotzdem ein paar Leute, die sich versucht haben, darüber hinwegzusetzen, dann natürlich mit gewissem studentischen Gegendruck rechnen mussten. Und das Beispiel, was ich hier mal, also diese, ich glaube, 29, wenn man das zählt, Seiten PDF, das ist bei uns so eine Anleitung, die halt von einer Lehrperson zirkulierte an der Uni. Also 29 Seiten Anleitung, was man als Student, als Studentin beachten muss, in der Videofernprüfung. Also da war dann so eine, ich habe das jetzt natürlich aus sozusagen Anonymitäts- und Überrechtsgründen hier so ein bisschen verkleinert und verfremdet, aber da war so eine IKEA-artige Bauanleitung, wie man jetzt sein Zimmer umstellen muss, damit das mit den Kameraperspektiven und so klappt, und wo eine Tür sein darf und wo keine Tür sein darf und dass ein Müsli-Riegel auf dem Tisch liegen darf, aber bitteschön ohne Verpackung, und man darf sich halt eine Flasche Wasser hinstellen, aber da darf auch kein Etikett mehr dran sein, weil man könnte sich ja sonst irgendwelche Formeln und irgendwelche Sachen auf das Etikett von der Flasche schreiben. Und also wirklich super viele absurde Ideen. Ja, also darum soll es definitiv nicht gehen. So, also nach dieser kurzen Einleitung Motivation habe ich so drei Hauptblöcke, nämlich handschriftliche Prüfung. Das ist so eben das, was bei uns immer noch am nächsten dran ist an dem, was wir halt so klassisch machen. Und das habe ich halt einmal online gemacht, im letzten Wintersemester ungefähr vor einem Jahr. Einmal im Prinzip in Präsenz in der Messehalle, aber auch als Open Book, als Open Web Klausurprüfung, wo Studierende trotzdem alles mitbringen durften und nutzen durften, auch Internetzugang hatten. Und ein paar weitere Ideen dazu. Dann habe ich so einen größeren Punkt zu Online-Tests, wo man halt, wo zumindest aus meiner Sicht der Riesenvorteil ist, was wir gerade hatten, die korrigieren sich schneller. Man hat einen größeren Aufwand bei der Fragenerstellung, aber dann kriegen die Studierenden oder Schülerinnen eben direkt Feedback. Nicht erst, wenn das jemand kontrolliert und angeguckt hat, sondern direkt vom Computer. Und das funktioniert eben auch für sehr große Kohorten sehr gut. Und dann vielleicht so ein bisschen Ausblick, also die ersten zwei Abschnitte eben, wo stehen wir und dann vielleicht, wo wollen wir mal noch hin. Ja. So, also das ist so ungefähr der Plan. Man hat schon gesehen, hier oben immer eine Folie ist ein Punkt. Mal gucken, ob wir das in den, ich bin mir aber ganz zuversichtlich, dass wir es in 90 Minuten schaffen. Ich habe auch immer ein paar Umfragen zwischendrin, aber ich habe jetzt nicht so richtig eine Möglichkeit gesehen, jetzt mit, wusste nicht, wie viele Leute wir im Raum sind, wie viele Leute wir in Zoom sind, da wirklich was Workshop-artiges irgendwie draus zu bauen. So, also Open Book Prüfungen online. Ja, also da war so die Idee, im letzten Wintersemester irgendwie Infektionszahlen ziemlich hoch, niemand war geimpft, weder von den Lehrern noch von den Studierenden, war klar, man wird die nicht alle in einen großen Raum, auch nicht mal in eine Messehalle setzen können, selbst mit großen Abständen. Da hätte man das vielleicht noch irgendwie alles infektionsmäßig ganz gut kontrollieren können, aber das Problem ist ja auch, wie kommen die Leute dahin, wie kommen die da wieder weg, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Also die Prüfung sollte bei den Studierenden zu Hause stattfinden, und eben ohne diese Videofernüberwachung, weil, ist halt schwierig, da sowieso alle Eventualitäten abzugreifen. Und wer soll sich da diese ganzen dutzenden Videobilder irgendwie angucken und da irgendwas draus ablesen? Dann ist bei uns der Vorteil, dass wir in den Grundlagen Elektrotechnik sowieso, würde ich sagen, schon immer recht kompetenzorientierte Prüfungen haben und hatten. Und dass ich diese ganzen Prüfungsaufgaben irgendwann mal in LaTeX runtergeschrieben habe, in so einem Dokumentsatzsystem, wo man relativ automatisiert aus Quelltext im Prinzip fertige PDFs bauen kann, was jetzt vielleicht in Word würde man das auch über irgendwelche Makros vielleicht ganz, ganz komisch hinbekommen, aber da kann man das halt gut programmieren. Das kann man auch als Ingenieurin kann man das. So, also habe ich halt gesagt, wir haben einen großen Aufgabenkatalog. Und ich baue daraus einfach den Studierenden individuelle Prüfungsbögen zusammen. Also es gibt
10 Themenbereiche, die habe ich hier mal sozusagen aufgeschrieben und ich habe zu jedem Themenbereich eben das, was da in Rot hintersteht, als Anzahl von Aufgaben und dann nehme ich einfach für den ersten Themenbereich 1 aus 12, ne, und für den nächsten Themenbereich 1 Aufgabe aus 32 und so weiter. Und da kommen dann, wenn man das halt so macht, ziemlich viele Möglichkeiten bei raus. Ja, also so viel Studierende haben wir auch nicht in Magdeburg. Und das reicht halt vollkommen hin. Ich habe dann noch so ein paar Sachen gemacht, dass natürlich also am Ende die Gesamtpunktzahl für alle in einem gewissen Rahmen bleibt, sodass halt der Bearbeitungsaufwand, der Lösungsaufwand auch ungefähr vergleichbar ist. Aber da kann man auf jeden Fall schon ganz gut so hin, dass halt Studierende sich, was sie natürlich auch gemacht haben, zu dritt, zu viert zu Hause gemeinsam hinsetzen und eben sagen, wir bearbeiten jetzt in der Zeit diese Prüfung gemeinsam. Aber dann konnten sie das ganz gerne machen, aber eben trotzdem nicht einfach voneinander abschreiben oder einfach stur plagieren, weil ja jeder dann doch irgendwie andere individuelle Aufgaben bekommen hat, eben aus diesem großen Aufgabenkatalog. Dann ist noch so eine Sache, natürlich kann man so Contract Cheating nicht wirklich unterbinden. Also man kann nicht wirklich unterbinden, dass sich Leute eine Prüfungsleistung extern einkaufen und irgendwie ihn zu sich nach Hause bestellen, der jetzt für sie oder mit ihnen zusammen diese Prüfung löst. Da haben wir, wie man das auch eigentlich bei studentischen Abschlussarbeiten macht, auf eine Eigenständigkeitserklärung gesetzt. Und habe ich jetzt kein Bild zu. Die Leute haben das ja trotzdem handschriftlich geschrieben. Die haben auch viele handschriftliche Aufgaben und Lösungen schon semesterbegleitend eingereicht. Wir haben ihnen gesagt, wir könnten auch im Zweifelsfall eine Schriftprobe machen. Ne? Also sie hätten sich irgendwie externe Leistungen einkaufen können, hätten es dann vielleicht trotzdem noch selber aufschreiben müssen. Und sie mussten sollten ihren Studierendenausweis mit abfotografieren, dass man vielleicht nochmal irgendwie so wie so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hat. Weil natürlich sonst die Gefahr auch irgendwie groß ist, die Leute kriegen die Aufgaben per E-Mail, schicken die irgendwo anders hin per E-Mail, da löst die jemand, schickt die wieder zurück und sie reichen das halt unter ihrem Namen ein. Das wollten wir irgendwie so ein bisschen unterbinden damit. So, vielleicht die wichtigste Erkenntnis, die vorhin auch schon angeklungen ist, Notenverteilung, Punkteverteilung sieht im Endeffekt genauso aus wie vorher, wie wenn man jetzt solche ähnliche Klausuren in Präsenz geschrieben hat. Ja, da ändert sich erstmal nicht so wahnsinnig viel dran. Man sieht ein breites Mittelfeld, jetzt hier relativ wenig in der Spitze, aber auch die Bestehensgrenze bei uns, ich weiß nicht, wie das in der Schule ist, aber bei uns ist die bei 40%. Da sind halt auch einige, logischerweise wie immer, im Prinzip auch durchgefallen. Noch ein paar Erfahrungen und Kuriosa. Also die Klausur war so konzipiert, dass man einmal am Anfang im Prinzip Internetkonnektivität haben musste, um diese Aufgaben per E-Mail zu empfangen oder einmal herunterzuladen. Dann hat man im Endeffekt 3 Stunden Zeit gehabt, diese Aufgaben zu bearbeiten und zu lösen und am Ende nochmal eine halbe Stunde Zeit, um die halt wieder alle hochzuladen. Man hätte die auch schon in den 3 Stunden hochladen können. Also man hat im Prinzip 3,5 Stunden insgesamt Zeit, das zu bearbeiten und dann abzufotografieren und hochzuladen. Mich erreichten dann doch zum Ende hin relativ viele Anrufe, dass genau jetzt die Internetverbindung irgendwie weg ist und ob man nicht nochmal irgendwie 10 Minuten mehr Zeit haben kann. Ja, die habe ich dann in den meisten Fällen gegeben. Ein Student hatte auch Probleme, dass seine Kamera nicht mehr fokussiert hat. Da habe ich gedacht, nehmen Sie doch mal die andere Kamera, die Frontkamera, die funktioniert dann auch nicht. Also eine Person kam dann noch dann doch privat persönlich in der Uni vorbei, um die Sachen so abzugeben. Ansonsten, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich hatte zu einigen dieser Aufgaben aus unserem Klausuraufgabenkatalog vorher schon mal Lösungsvideos erarbeitet für so eine Art Flipped-Video-Klausur-Nachbesprechung. Also manche Studis haben durch Zufall Aufgaben zugeordnet bekommen, zu denen es zufälligerweise ein Lösungsvideo irgendwo gab bei YouTube, die sie halt trotzdem nicht gelöst haben oder nicht lösen konnten, weil es natürlich auch wieder so eine Kompetenz ist. Man muss wissen, dass es dieses Video gibt, dass das zu dieser Aufgabe passt. Und wenn es halt einfach bei uns, keine Ahnung, insgesamt hat man ja gesehen, 300 Aufgaben oder so gibt, ne, muss ich auch ja erstmal relativ schnell und passend dann das richtige Video finden. Eine Person fand ich aber auch ganz süß, hat halt reingeschrieben, wegen dieser Eigenständigkeitserklärung als Hilfe habe ich da ein paar Lösungsvideos von Herrn Matuszki benutzt. Das müssen, glaube ich, aber nicht notwendigerweise die gewesen sein von irgendwie den paar Klausuraufgaben, sondern das wären andere einfach Erklärvideos von meinem YouTube-Kanal gewesen sein. So, also summa summarum, Vorbereitungsaufwand war jetzt bei der
Prüfungsvariante da nicht ganz unerheblich, weil ich musste das da alles irgendwie erstmal programmieren und machen. Beim zweiten, dritten Mal wäre das aber viel einfacher. Ne? Aller Anfang ist schwer. Durchführung fand ich super. Ja, ich konnte das alles von meinem Büro aus machen. Die Leute haben das automatisiert per E-Mail bekommen. Die haben das alle dann einfach in unserem Lernmanagementsystem, das ist halt bei uns ein Moodle, hochgeladen. Ja, hier würde das ja wahrscheinlich per MS Teams dann passieren, wenn man das so machen würde. Und naja, Korrektur hatte halt so seine Schattenseiten, weil natürlich die Kollegen, immer ein Kollege, eine Kollegin korrigiert einen so einen Themenblock. Und früher musste man sich halt, also wusste man, okay, diese Aufgabe, dieser Lösungsweg, und dann musste man sich halt in verschiedene studentische Lösungen reindenken. Jetzt musste man sich ja jedes Mal auch in eine komplett neue Aufgabe, wenn man so will, reindenken. Das hat das schon ein bisschen schwieriger gemacht. Kann ich gleich nachher vielleicht noch was zu sagen, wie man das ein bisschen umgehen kann. Was ich aber total gut fand an der Stelle ist, dass es so ein komplett digitaler Korrektur-Workflow war. Ne? Also die Leute haben online eingereicht, wir haben online korrigiert, die haben online die Ergebnisse gesehen. Ich hatte noch nie so eine entspannte Klausureinsicht, weil natürlich niemand irgendwie, man musste keinen Termin machen, die kamen nicht alle hergelaufen und wollten jetzt irgendwie. Und ansonsten habe ich denen eben auch schon diese Klausuren immer eingescannt, per E-Mail geschickt, das ist jetzt alles entfallen. Und was ich halt nett fand, die Studis haben eben gesehen, okay, da ist jetzt eine Korrektur, haben sich das sofort in den meisten Fällen angeguckt, haben direkt Rückfragen gestellt. Ich konnte da immer jederzeit reingucken, was haben die Leute da korrigiert, da irgendwie Hinweise zu geben. Das fand ich halt sehr toll. So, dann haben wir im letzten Sommer gesagt, also dieses Open Book, Open Web Format gefällt uns im Prinzip gut, auch weil es anwendungsnah ist, weil die Leute eben endlich mal auch Software nutzen können, die wir versuchen, im Laufe des Studiums zu vermitteln, wo natürlich aber die Motivation gering ist, die sich auch anzuschauen, wenn die nicht in Prüfung abgebildet wird. Haben aber wegen dieser ganzen, ich sag mal, vielleicht so Contract-Cheating-Geschichte auch gesagt, wir machen das dann doch ganz gerne wieder im Hörsaal, beziehungsweise damals eben in den Messehallen. Da gab es auch Internetzugang über unser Uni-WLAN, über EduRoam. Und ich habe mal eine kleine Statistik damals gemacht, was die Leute so an Hilfsmitteln mitgebracht haben. Da sieht man das Beliebteste, was natürlich auch alle immer und überall eigentlich dabei haben, ist ein Smartphone. Relativ viele ein Laptop und aus meiner Sicht auch noch erstaunlich viele, die da halt mit einem klassischen Buch irgendwie angekommen sind. Und zwei Leute, wie man sehen kann, komplett ohne Hilfsmittel. Die habe ich natürlich direkt angesprochen. Warum? Und die eine Person hat gesagt, habe ich gar nichts von gewusst, habe ich nicht gelesen, dumm gelaufen. Und die andere Person hat gesagt, und das fand ich sehr bemerkenswert, die hat gesagt, ja, ich hab einen Laptop und ich habe das alles in meinem Rucksack, aber das kann ja auch total ablenken. Und ich fühle mich relativ gut vorbereitet, ich probiere das mal ohne. Und wenn ich nachher merke, ach naja, hier, da kann ich da vielleicht doch nochmal was nachschauen, ich habe noch Zeit oder ich rechne, mache da nochmal eine Probe irgendwie mit dem und dem Programm, dann hole ich mir das nachher raus und mache das halt noch. Fand ich in der Hinsicht irgendwie spannend. So, ansonsten eben so die Erkenntnis, also das, wofür ich jetzt so einen Rechner nutzen würde in der Prüfung, da tolle Software benutzen, irgendwas simulieren, irgendwelche Proberechnungen machen oder den Computer einfach als sehr guten, sehr schlauen Taschenrechner benutzen. Das haben die Studis hauptsächlich nicht gemacht, sondern die haben den Computer in der Hinsicht einfach als ein bisschen besseres Recherchetool genutzt, also um eine Volltextsuche im Skript zu machen, um tatsächlich sich vielleicht während der Prüfung nochmal ein Videotutorial anzugucken oder halt irgendwas bei Wikipedia nachzulesen oder eben im Skript und im Buch. Ja, was okay ist, aber was meines Erachtens ein bisschen zu viel gemacht wurde. Ansonsten, wenn man sich dort die Punkteverteilung anschaut, ist die vielleicht ein bisschen breiter, aber ja, Statistik mit 65 Leuten ist auch noch nicht so wahnsinnig toll, aber es sieht aus, vielleicht sogar ein bisschen schlechter als bei klassischen Präsenzprüfungen. Ziemlich großer Anteil von Leuten, die durchgefallen sind. Aber muss man halt auch sagen, das waren auch Studis, die haben halt in den ersten beiden Semestern vielleicht dreimal eine Uni von ihnen gesehen. Also die haben halt wirklich komplett online studiert, was, glaube ich, auch echt, echt hart war. Also die haben dreimal die Uni von ihnen gesehen, dann waren sie halt zu Hause und dann haben sie wieder eine Messehalle gesehen für die Prüfung.
Ja, und ansonsten, was ich jetzt bei der Prüfung, also was ich so sage am Anfang, ne, das war total normal, hat man nie in Frage gestellt. Was mich halt dann wieder total genervt hat, weil ich es halt einmal wusste, wie es ohne das laufen kann, dieser Papierkrieg. Papier über Papier, man kriegt das alles, Dings, da muss man es einsammeln, da muss man wieder irgendwelche Heftertüten an die Kollegen austeilen. Dann sehen die Studierenden, dass da jetzt Punkte eingetragen sind online in solche Tabelle. Und sagen, hier, warum habe ich da bei der Aufgabe nur so und so viele Punkte bekommen? Dann muss ich aber sagen, ja, sorry, ich kann da gerade nicht reingucken in Ihre Lösung, weil die liegt halt irgendwo in irgendeinem Hefter bei irgendeinem Kollegen im Büro. Und der Kollege ist vielleicht auch gerade im Homeoffice oder was auch immer, wo der ist. Wir sind da über mehrere Gebäude verteilt. Ich gucke mal kurz, was im Chat passiert. Okay. Also, ja. Und ich glaube, es gibt ab, weiß nicht, 2023 so ein Online-Zugangsgesetz, was eigentlich Verwaltungen und auch Hochschulen dazu zwingt, viele Dienste online abzubilden. Spätestens dann werden wir Studierenden auch wieder eine Online-Klausureinsicht ermöglichen müssen. Da ist so große Stapel Papier, die man dann aufwendig digitalisieren muss, jetzt auch nicht so im Vorteil. Ansonsten ein paar weitere Ideen, was man jetzt machen kann, um noch ein bisschen mehr aus diesem Prozess rauszuholen. Was ich mit Studierenden ganz gerne mache, ist ein, was hier steht, munteres Klausuraufgaben-Brainstorming. Also am Ende des Semesters oder man könnte sagen am Ende eines Schuljahres als praktisch Wiederholungsformat die Studierenden selber Prüfungsaufgaben entwickeln zu lassen. Und das funktioniert ziemlich gut. Meistens denken sie sich viel zu komplizierte Sachen aus, die muss man noch ein bisschen abschwächen, damit die dann überhaupt in endlicher Zeit und so lösbar sind. Aber da kann man Studierende sehr gut mit in den Prozess einbinden. Und wenn sie dann eine Aufgabe dazu entwickeln und eine passende Musterlösung, wir lassen dann die Ergebnisse mal in so einem Padlet halt sammeln und sagen, ne, also von diesen x Aufgaben, sieben Aufgaben, die Sie jetzt da in jedem Fall entwickelt haben, kommt halt für jeden mindestens eine in der Prüfung dran. Also müssen Studierende auch, okay, das ist schon wieder was, wo ich mich darauf vorbereiten kann. Ansonsten, was auch gut funktioniert, ist, das haben wir früher gemacht bei so noch Präsenzprüfungen, Präsenzleistungskontrollen. Es gab erstmal eine individuelle Arbeitsphase und dann haben wir gesagt, okay, 5 Minuten, 10 Minuten Pause, rottet euch in Dreier-, Vierer-Gruppen in eurer Lerngruppe zusammen und ihr kriegt jetzt nochmal einen Aufgabenzettel und sollt ihn halt gemeinsam bearbeiten. Und dann bekamen sie halt nochmal Aufgaben, so thematisch ähnlich wie die vorher. Und der entscheidende Punkt ist aber eben nicht drei, vier Leute und die haben drei, vier Zettel bekommen und konnten darüber diskutieren und jeder konnte dann das abgeben, was er dachte oder sie dachte, was richtig ist, sondern die Studierenden mussten sich auf eine gemeinsame Lösung einigen. Und das ist natürlich schon ein gewisser Unterschied, weil wenn dann der eine sagt, ich glaube, das ist richtig und die andere Person sagt, ich glaube, aber das ist richtig, muss ja einer von beiden irgendwie potenziell auf Punkte verzichten. Und dann, glaube ich, fängt man an, eine total wichtige Kompetenz bei den Leuten zu schulen, die eben sonst man so in Individualprüfungen auch nicht abbildet, eine eigene Lösung verkaufen zu können. Also es nützt einem ja auch nichts im normalen Leben, wenn ich sage, ich habe das jetzt richtig gerechnet als Ingenieur, ich habe das richtig modelliert, richtig simuliert, sondern ich muss auch wen anders davon überzeugen können. Ja, also warum ich denke, dass meine Lösung die beste Lösung ist und warum ich denke, dass die andere Lösung jetzt nicht so eine gute Lösung ist. Und das ist was, was man halt gut in diesen Gruppenphasen abbilden konnte. Leute diskutieren gemeinsam über eine Lösung, müssen sich für eine Lösung entscheiden und die dann abgeben. Dann nutzen wir so gern semesterbegleitend so ein Format. Da gibt es unten ein YouTube-Video, in dem ich das so in 5 Minuten recht schnell erklärt habe. Deswegen will ich jetzt das nicht nochmal so ausführlich machen. Also sozusagen so ganz kurz. Die Studierenden kriegen auch wieder personalisierte, individualisierte Aufgaben, sodass sie sich gegenseitig bei der Lösung helfen können und beraten können und unterstützen können, aber eben nicht einfach voneinander plagiieren können. Und damit sie dann zeitnah Feedback bekommen und das für uns nicht auf einen riesen Korrekturaufwand ausartet, korrigieren sie sich gegenseitig und zwar an ebenso sehr detaillierten, gut ausgearbeiteten Musterlösungen, sodass auch jemand, der selbst fachlich nicht in der Lage war, das korrekt zu lösen, trotzdem korrekt korrigieren kann.
Und das ist auch alles mit viel technischem Aufwand im Hintergrund programmiert und gemacht und getan, damit das dann auch gut funktioniert. Steckt auch natürlich ein gewisser Aufwand dahinter, wieder sich da passende Aufgaben auszudenken. Ne? Also das sind jetzt, wenn man so in Mathe Kontext denken würde, sind das so die berühmten Kochrezeptaufgaben, ne? Also wo dann auch der Computer in der Lage ist, nach so einem Algorithmus eben so eine Aufgabe abzuarbeiten und eine Musterlösung zu erstellen. Aber das funktioniert ziemlich gut. Kriegt man die Leute gut motiviert und sie sammeln dann bei uns darüber Zusatzpunkte für die Prüfungszulassung. Und ja, generell Studierende bei schriftlichen Einreichungen, Ausarbeitungen sich gegenseitig begutachten zu lassen, haben wir sehr gute Erfahrungen mitgesammelt. Und zwar dann, wenn man das gut über einen digitalen Prozess abbildet. Also das klingt immer nach ganz viel Schmerz, wenn man halt die Leute das mit Papier einreichen lässt und irgendwie doch verteilt und macht und tut. Sobald das irgendwie online stattfindet, funktioniert das meistens relativ gut. Und die Studierenden bewerten sich sehr fair, so wie sie von anderen auch bewertet werden wollen. Und also weder loben sie sich alle gegenseitig über den grünen Klee, noch hacken sie sich gegenseitig die Augen aus. Das funktioniert schon sehr gut. So, okay. Kommen wir mal zu einem etwas kürzeren Block, nämlich so Online-Tests. Und das, was man vielleicht meistens unter so Online-Tests verstehen würde, wären Tests mit Multiple-Choice-Fragen oder Single-Choice-Fragen. Kann man meines Erachtens auch relativ gut machen. Eignet sich meines Erachtens aber immer eher eigentlich, um irgendwie Wissen abzufragen, damit wirklich Verständnis abzufragen. Will ich nicht sagen, dass das unmöglich ist, das geht auch, aber da muss man halt echt gut nachdenken über das Fragendesign und auch, ob man dann sozusagen wirklich Verständnis für das Fachgebiet abprüft oder ob man einfach nur die Lesekompetenz abprüft, weil die Fragen irgendwie so komisch und verklausuliert formuliert sind, so mit doppelter Verneinung und diese komischen Sachen. Naja, und also wenn man jetzt so von so wissensbasierten Fragen ausgeht, ist natürlich eigentlich nicht die Schwierigkeit, sich eine Frage auszudenken, sondern eigentlich ist die Schwierigkeit, sich eben gute Distraktoren auszudenken. Also was sind wohlklingende Falschantworten, die Leute auf die falsche Fährte locken? Ja, und also die gleiche Frage, wie heißt die Hauptstadt von Sambia? Ich wüsste es jetzt auch nicht, aber wenn ich jetzt die gleiche Frage nochmal stelle mit den Antwortmöglichkeiten, okay, dann wüssten wir alle, dass das wahrscheinlich Lusaka sein sollte. Ne? Also es hängt eigentlich nicht von der Frage ab dann an der Stelle, sondern es hängt ein bisschen von den Antwortmöglichkeiten ab, die man halt in so Single-Multiple-Choice-Fragen mit reinbaut. Und wie geht man halt damit um, diesen Prozess der Fragenerstellung ein bisschen zu optimieren? Variante 1 ist, auch wieder Schülerinnen oder Studierende mit einzubinden, solche Fragen entwickeln, erstellen zu lassen, einfach auch wieder online in irgendeinem geeigneten Tool das sammeln zu lassen. Oder so wie ich es meistens mache, ich bin super kreativ da drin, mir so gute Fragen und gute Falschantworten auszudenken, wenn ich einfach Klausuren kontrolliere oder irgendwelche Leistungskontrollen, weil dann sieht man ja so die typischen Fehlkonzepte und Fehlvorstellungen und wo die Leute an irgendeiner Stelle falsch denken und baut da dann halt einfach eine Frage draus. Ja. So, ansonsten, was bei uns jetzt natürlich in den Ingenieurwissenschaften relativ gut funktioniert, sind so berechnete Fragen, also wo man sagt, hier wie eine Textaufgabe im Mathe- oder im Physikunterricht, gibt einen Fragentext und da muss man halt eine Antwort irgendwie mit einem Zahlenwert und einer Einheit in irgendein Feld reinpacken. Und das kann man dann, das ist jetzt hier wieder so ein Quelltext aus dem Moodle. Es gibt einen kleinen Kommentar im Raum. Okay, also jemand mag Physik, das ist sehr gut. Ich mag auch Physik. Also der Vorteil hier ist wieder, wenn man dann sagt, das ist eine Variable, der Strom ist eine Variable, die Spannung ist eine Variable, dann kann man das wieder sehr einfach randomisieren. Dann kann ich halt sagen, 100 Studierende, die kriegen alle die gleiche Aufgabe, jeder kriegt andere Zahlenwerte. Die können sich gerne austauschen, aber dann müssten sie halt immerhin schon mal die Formeln austauschen und nicht einfach nur die Ergebnisse austauschen. So, naja, und dann kann man da eben so Antwortformeln eintippen. Das ist in dem Fall natürlich einfach das Ohmsche Gesetz, was da steht. Wer Physik macht, hat das schon mal gesehen, ein bisschen Einheiten umrechnen. So,
Auf die Art und Weise haben wir dann unsere sozusagen Vorklausur, unsere Zulassungsklausur, die es auch seit Ewigkeiten gibt, in ein Online-Format überführt. Und das ist auch hier im Prinzip ein Screenshot von ziemlich genau vor einem Jahr, vom 20. Januar 2021. Und heute Abend machen die Studis genau das Gleiche, bloß halt für dieses Semester. Also ich habe heute auch noch ein busy Afternoon oder Evening, weil ich da nochmal sozusagen online für Fragen bereitstehe in die Sonderleistungskontrolle. Aber ja, Punkteverteilung, also das ist die Online-Leistungskontrolle von vor einem Jahr. Das ist sozusagen die äquivalente Präsenzleistungskontrolle von vor zwei Jahren, noch vor Pandemiezeiten. Tja, macht jetzt auch keinen wahnsinnig großen Unterschied, ne? Also da sieht man, man kann das mit geschickten Fragendesign und so auch wieder relativ gut abbilden. So, auch da ist es eben so, aller Anfang ist schwer, ziemlich viel Vorbereitungsaufwand, sich da geeignete Fragen auszudenken, da irgendwie reinzubauen. Dann, was auch schon angeklungen ist, das korrigiert sich von alleine und sehr schnell. Aufgrund des doch deutlich erhöhten Vorbereitungsaufwands lohnt sich das aber erst natürlich, wenn man relativ große Kohorten hat oder wenn man halt in der Schule sagen würde, ja gut, man nutzt das eben nicht nur für eine Klasse, sondern vielleicht für alle und vielleicht auch danach noch in den Jahrgängen oder vielleicht auch nutzt man es nicht nur in einer Schule, sondern tauscht sich da mit anderen Schulen aus. Das machen wir Unis auch durchaus mal, dass man sich so hochschulübergreifend Fragen teilt. Man kann natürlich immer mit so Multiple Choice oder pack einen Zahlenwert in so ein Feld rein, nicht alle Kompetenzen abbilden. Ich sehe jetzt halt eben nicht mehr, wie Leute eine Formel umgestellt haben oder was die da vielleicht im Hintergrund von Hand gerechnet haben. Dann ist es immer gut, die Studis natürlich umfassend zu informieren, wie das so ablaufen wird. Also zum Beispiel eine Testkontrolle zu machen, ihnen vorher mit ein paar einfachen Fragen zur Verfügung zu stellen, sodass sie mal so durchklicken können, wissen, wie wird das so ablaufen. Als so ein Probetest. Und das ist dann eben das, was ich heute Abend auch wieder machen werde. Falls es irgendwelche Probleme gibt, per Zoom, per Telefon, per Handy, per E-Mail für Fragen zur Verfügung zu stehen. Also insbesondere auch per Telefon, weil wenn das Internet nicht funktioniert, geht natürlich auch kein Zoom, geht kein E-Mail. Irgendwie schwierig. Telefon geht dann doch meistens noch. So, und auch in diesen Online-Tests, würde ich sagen, stellt sich so ein bisschen heraus, dass die Studis die vielfältigen Möglichkeiten, die sie da eigentlich haben, ich sage mal in Klammern, noch nicht so wirklich nutzen. Also vielleicht müssen da auch noch ein paar Jahre ins Land gehen, bis sich das so ein bisschen rumspricht, was man da halt eigentlich irgendwie alles Tolles machen kann. Ja, und ansonsten, können wir vielleicht kurz per Handzeichen machen. Wer hat schon mal was von H5P gehört? Okay, hier im Raum würde ich so sagen, drei. Ich mache mal kurz die Kamerafenster größer, bitte mal. Ach nee, ich habe irgendwie die Leute in Zoom, Teilnehmer ohne Video anzeigen. Kann ich mal in Zoom irgendwie um Daumen nach oben bitten? Also geht auch virtuell über die Reaktion in Zoom, wer schon mal was von H5P gehört hat. Okay, eine Person. Ja, lohnt sich ja vielleicht tatsächlich ein bisschen was zu sagen. Also H5P steht für HTML5 Plugin, ist was man in Moodle einbinden kann, aber wenn man jetzt kein Moodle hat, geht auch in WordPress und in Drupal und in Microsoft Teams, keine Ahnung, vielleicht nicht, müsste man jetzt mal gucken. Und mit diesem H5P kann man halt zumindest technisch sehr einfach alle möglichen Lernaktivitäten erstellen. Also da gibt es auch Quizze, es gibt sowas, wo man relativ automatisiert Leute Diktate schreiben lassen kann. Es gibt sowas, wo man Bilder zuordnen kann und Memory spielen kann. Also sozusagen alle möglichen Lernspiele. Man kann damit im Prinzip virtuelle Rundgänge machen, indem man so 3D-Aufnahmen macht, die man miteinander verknüpft und so wie virtuell durch ein Gebäude gehen kann. Also eigentlich sind da, sag mal, technisch fast keine Grenzen gesetzt. Eher, was einen da begrenzt, ist halt der Aufwand, den man da reinstecken muss, um sowas zu erstellen. Es gibt noch einen kurzen Kommentar im Chat. Okay, das geht in Microsoft OneNote, schreibt jemand. Okay, das habe ich noch nicht ausprobiert. Wir nutzen das eben bei uns in einem Moodle-Kurs. Habe ich mal eine Seite verlinkt, wo man sich ziemlich viele Beispiele angucken kann.
Kann man sehr coole Sachen mitmachen. Vielleicht sozusagen ein Hinweis dazu, was darin eben nicht so richtig gut geht, sind jetzt wirklich Tests zu machen oder wirklich im Sinne von Prüfungen, weil wenn man eine Quizze macht und die Studierenden klicken ja oder nein oder richtig oder falsch, die werden halt clientseitig ausgewertet. Die werden sozusagen im Browser der Studierenden oder der Schülerinnen ausgewertet. Und wenn die Schülerinnen schlau sind, ein bisschen informatikaffin sind, dann können sie einfach im Quelltext nachgucken, was denn jetzt die richtige Antwort ist und was die falsche Antwort ist, weil das steht da halt mit drin. Ja, und bei den Quizzen, von denen ich vorher gesprochen habe, die werden eben serverseitig ausgewertet. Also das Ergebnis oder sozusagen die Auswahl des Schülers, der Schülerin wird an den Server geschickt, der sagt, ja, ist richtig oder falsch und schickt das Ergebnis halt zurück. Das bedingt aber eben auch, dass das H5P zum Beispiel auch offline ganz gut funktioniert. So, und damit habe ich noch eine kleine Umfrage, nämlich, das würde mich jetzt mal auch ein bisschen interessieren, was so in Schulen genutzt wird, wo ja mal sonst mein Einblick jetzt nicht so groß ist. Welche anderen Werkzeuge für Online-Tests oder Quizze? Und da ergibt sich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, sich vielleicht im KollegInnenkreis ein bisschen darüber auszutauschen. Finden Sie nützlich? Und ich warte mal, bis alle im Raum den QR-Code gescannt haben. Ansonsten findet man den Link auch im Chat. Und das scheinen jetzt alle gewesen zu sein, deswegen wechsle ich mal das Anzeigefenster. Und gehe mal auf diese Seite und hier habe ich jetzt so ein Wortwolkenformat gewählt. Also das, was häufiger eingetippt wird, wird größer angezeigt. Was nicht so häufig eingetippt wird, wird weniger groß gezeigt. Und das, was da jetzt relativ groß zu sehen ist, ist was, was ich auch sehr gerne benutze, Kahoot. Mittlerweile vielleicht zu viel. Also Studierende schreiben immer wieder in meine Evaluierungsbögen rein. Ich möchte bitte nicht so viele Quizze machen. Das verwirrt so sehr. Und bitte erst am Ende irgendeiner Lektion oder am Ende einer Einheit. Ja. Und ich weiß nicht, also Kahoot, irgendwie letztens hatte ich auch die Sache, dass man dann, es irgendeine Begrenzung gab, was die Teilnehmerzahl angeht. Und ich, also ja, das ist natürlich, man wird auch sehr stark dazu benötigt, dann irgendwie eine Lizenz zu kaufen. Okay, Quizlet kenne ich auch, habe ich aber noch nicht so wahnsinnig intensiv genutzt. Learning Apps kenne ich auch. Forms ist natürlich diese Microsoft-Sache, sehen wir auch zweimal. World Wall sagt mir nichts und Klett ist, denke ich, was sehr schulspezifisches. Aber also ich würde sagen, nichtsdestotrotz aus meiner Sicht Kahoot und auch Quizlet, was aber so groß wie das hier ist, die meisten kennen werden, kann man glaube ich. Aber World Wall ist mega. Ist zwar auf Englisch, aber ist echt cool. Okay, es gibt gerade den Einwurf, dass World Wall super ist. Okay, wir können ja mal das Mikro weitergeben. Was macht denn World Wall? Super tolles. Also es sind einfach, ich glaube, 30 Quizformate drin. Also man kann ganz viele verschiedene Quizze damit erstellen. Wie heißt dieses Rad? Glücksrad? Vom Glücksrad über so wie Pac-Man, also verschiedene Quizzes oder auch in eine Reihenfolge bringen, Zuordnungsübungen. Also es sind ganz viele. Also die sind viele kostenlose, man kann sich dann halt noch mehr freischalten. Okay. Also worldwall.net. Okay, sehr gut. Muss ich mir mal merken, muss ich auch mal ausprobieren. Ja, ansonsten, was ich jetzt, sieht man ja hier eben auch gern nutze, jetzt nicht für Quizze, aber für so Feedback-Sachen, für so Rückfragen, Rückmeldungen, ist halt dieses Mentimeter. Das find ich jetzt sehr toll. Da kann man auch Sachen mit Slidern machen und mit so Schiebereglern, also auf einer Skala von bis, wo ordnest du dich halt ein? Und ansonsten bei uns, dadurch, dass wir eben viel online machen, auch viel hybrid und dann eigentlich immer ein Zoom-Meeting parallel läuft,
machen wir auch ganz viele Umfragen halt direkt in Zoom. Also man kann natürlich den Zoom-Chat benutzen, ist immer wieder ein bisschen eine Schwierigkeit, weil er natürlich nicht anonym ist, man als Studentin nicht eine vermeintlich dumme Frage auf immer und ewig mit dem eigenen Namen verknüpft in so einem Chat zu stehen haben möchte, deswegen auch diese ganzen Moodle-Foren nicht so richtig gut funktionieren, solange sie eben nicht anonym sind. Also sobald es eine anonyme Teilnahmemöglichkeit gibt, funktioniert es immer relativ gut mit der Rückmeldung. An der Stelle vielleicht eine gute Idee, auf diese Frag jetzt wann zu klicken, aber da gab es noch keine Fragen. Dann gehe ich mal zurück zu meinen Folien. Und wir liegen auch super in der Zeit und können uns jetzt noch ein paar alternative Formate anschauen. Ich habe das mal subsumiert unter dem Begriff Medienkompetenzprüfung. Also es geht natürlich schon irgendwie auch um fachliche Inhalte und fachliche Kompetenzen, aber es geht zu einem nicht unerheblichen Anteil auch darum, die halt vernünftig darzustellen, was meines Erachtens auch keine unwichtige Sache ist, ne? Weil man wird immer wieder später im Leben irgendwie Leuten was erklären müssen oder was vernünftig, kurz, prägnant, sinnvoll, nachvollziehbar aufschreiben, irgendwie darstellen. Und dadurch, dass wir eben alle und immer und überall ein Smartphone eigentlich mit uns rumtragen, was eine super Kamera im Normalfall drin hat und eigentlich ein ganz brauchbares Mikrofon, ist es mittlerweile eben auch sehr einfach, solche Inhalte zu erstellen, wie Videos, wie Podcasts, Schülerinnen Blogartikel schreiben zu lassen, irgendwelche Artefakte sammeln zu lassen in E-Portfolios oder zu sagen, okay, bevor wir irgendwelche im Sprachenunterricht irgendwelche beliebigen Texte übersetzen, warum gehen wir nicht her und gucken mal, welche Wikipedia-Artikel noch vielleicht mal einer deutschen Übersetzung bedarfen oder die wir mal von Deutsch auf Englisch übersetzen können oder sowas in der Art. Gibt es natürlich schon super viele Initiativen, die sowas machen. Ich glaube, das war hier auch mal was EU- oder BMBF-gefördertes We Do Math, also im Sinne von wir machen Mathe, aber auch so videobasiertes Mathe-Lernen. Schülerinnen erstellen Lösungsvideos zu Aufgaben, die sie bearbeitet haben oder versuchen sich gegenseitig irgendwie Sachen zu erklären. Wir haben auch bei unserem Aufgabenformat, bei diesen personalisierten Aufgaben, wo eben auch die Studierenden nicht die fertige Lösung einreichen sollen, weil man an der fertigen Lösung bei dieser Aufgabe auch total schwer erkennt, ob die jetzt richtig oder falsch ist, sondern es eigentlich mehr um den Prozess, auf den Prozess ankommt, ihren Lösungsweg, also wie sie das konstruieren und wie, wo, was, wie sich das halt aufbaut, so ein bisschen Daumenkino-mäßig das abzufilmen. Und ja, ich habe dann, weil ja nicht jeder irgendwie hier so einen tollen Laptop hat mit einem Stift, wo man das dann Screencast-mäßig auf dem Bildschirm aufzeichnen kann. Man kann sich auch mit einer Kiste in einem Buch, auch natürlich kleiner Nerdwitz, dass es Physik für Ingenieure ist, das Buch, aber es gibt kein Kapitel zur Statik in diesem Buch, leider. Einem Pfannenwender, einem Schnipsgummi und einem Handy ein super Stativ bauen kann, um halt seine eigene Handschrift abzufilmen, ja, während man da irgendwie was aufschreibt. Was auch gut funktioniert in der Praxis. Dann hatten wir an der Uni zum Beispiel ein Projekt, wo Studierende ein kleines selbstfahrendes Auto gebaut haben. Also auf Basis von einem Modellauto, ich weiß nicht, hier Maßstab 1 zu 18 oder so, ne, so ein großes Modellauto und dann mit Kameras, einem kleinen Rechner drauf, sodass es halt alleine eine Strecke langfahren konnte. Und da wäre halt auch so die gewesen, okay, die Studierenden machen das und am Ende schreiben die halt einen Bericht darüber und machen halt eine Präsentation. Und das war aber auch so in der Corona-Zeit und wir wollten irgendwie auch versuchen, diesen Prozess wieder ein bisschen abzubilden und nicht nur das Ergebnis. Und dann haben wir halt den Schulis gesagt, anstatt dass ihr halt am Ende irgendwie 30 Seiten Bericht schreibt, schreibt doch einfach 10 mal 3 Seiten sozusagen irgendwie einen kürzeren Artikel, veröffentlicht den halt auf einem Blog im Internet irgendwie bei WordPress, dann können wir da halt immer schon mal reingucken, sehen sozusagen euren Zwischenstand, alle anderen können das auch sehen, wir können euch Rückmeldung geben. Und am Ende macht halt keine Präsentation, sondern macht halt ein Video, in dem ihr das erklärt. Ja, und dann kann man das halt auch wieder mal anderen Leuten zeigen. Ist auch super für die Studienwerbung. Und Studierende tragen ein bisschen in die Welt hinaus, was sie da halt so machen im Studium. Und kann man auch auf die Seite schauen.
sieht man halt noch, kann man immer noch nachvollziehen, was die Leute da gemacht haben. Genauso in einem anderen Modul haben wir Studierende das einfach auf einem Twitter-Kanal immer mal ihre Zwischenergebnisse teilen lassen. Und dann ist das auch toll, weil dann können da eben zum Beispiel auch mal Firmen reinschauen, mit denen man da kooperiert, geben einem irgendwie tolle Tipps und Hinweise und man hat ein bisschen mehr Reichweite, man hat ein bisschen mehr Außendarstellung und man kriegt mehr Anknüpfungspunkte zum echten Leben außerhalb der Uni. Und dieses Lego-Praktikum, wie es liebevoll genannt wird, offiziell heißt das Projektseminar Elektrotechnik, Informationstechnik, ist auch so ein Modul bei uns, das startet jetzt auch in ungefähr einer Woche wieder. Und da sollen Studierende eigentlich bei uns programmieren lernen. Und wir könnten mit denen eigentlich auch so einen 3-4-Tageskurs machen und sagen, wir treffen uns jeden Tag und dann machen wir irgendwie am ersten Tag Variablen und Funktionen und am zweiten Tag machen wir If-Abfragen und am dritten Tag machen wir Schleifen und am vierten Tag machen wir irgendwie das und das. Ja, aber total langweilig. Also sagen wir den Leuten, pass auf, hier ist eine Lego-Kiste, da ist ein Haufen Lego-Steine drin und so ein programmierbarer Baustein. Ihr habt ein paar Motoren und ein paar Aktoren und einen Tastsensor, einen Lichtsensor und dieses und jenes. Und probiert damit ein paar Sachen aus und denkt euch irgendeine Maschine aus, die irgendwie eine mehr oder weniger sinnvolle Tätigkeit ausführt und programmiert die halt. Ja, und dann fangen sie an zu programmieren und dann stellen sie fest, was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen mal ein paar Variablen und wir brauchen mal Funktionen und wir brauchen ein paar If-Abfragen und ein paar Schleifen brauchen wir vielleicht auch. Und dann macht man das eben alles so Learning by Doing. Das bedingt natürlich, dass wir nicht 3-4 Tage brauchen, sondern 2 Wochen, um das halt mit den Studierenden zu machen. Und natürlich auch ein bisschen betreuungsintensiver ist, wenn man sich in die ganzen abgefahrenen Lego-Ideen da reindenken muss und was sie denn da alles so runterprogrammieren. Aber da kommen immer wieder total coole Sachen bei raus. Und die kann man also auch auf vielfältige Art und Weisen bewerten. Also im letzten Semester haben wir das eben so gemacht, die Studis, ich kann ja mal auf diese Internetseite draufklicken, da findet man einen Artikel auf unserer Webseite. Und letztes Jahr fand das eben auch alles unter Pandemiebedingungen statt und nicht in 2 Räumen. Und deshalb haben wir dann zu den Studierenden gesagt, beschreibt, teilt einfach eure Ergebnisse in den sozialen Medien. Also macht euch einen sozusagen anonymen, pseudonymen Account bei Instagram oder bei Twitter oder bei Facebook. Da sieht man, Instagram war jetzt so das Beliebteste. Twitter so auf Platz 2, Facebook, da hat sich dann bei den jungen Leuten keiner mehr herangetraut, zu Recht könnte man sagen. Naja, und dann konnte man eben wieder auch daran teilhaben, was die anderen so machen, das sehen, das gegenseitig kommentieren. Und für uns war das eine sehr gute Möglichkeit, ich sag mal sowas wie die Mitarbeit von Studierenden zu bewerten, obwohl die das halt zu Hause gemacht haben und eben nicht in der Uni. Ja. Und wir haben uns dann jeden Tag so eine kleine Challenge überlegt, was vielleicht irgendwie so ein Tagesthema sein könnte über die 2 Wochen. Stellt euer aktuelles Programmierproblem als Meme dar oder irgendwie sowas in der Art. Und zur Erklärung, was jetzt hier ein Student gebaut hat, ist ein Kalimba-Roboter, ein Roboter, der eine Kalimba spielen konnte, so ein Musikinstrument. Das sind eigentlich immer die interessantesten Themen, wenn die Studis versuchen, das Lego mit irgendwas anderem noch zu verknüpfen. So, und damit komme ich zu einer letzten Umfrage. Und ich versuche mal wieder, diesen Link hier zu kopieren und in den Chat zu packen. Nämlich, welche alternativen Formen der Bewertung haben Sie ausprobiert? Und alle tippen fleißig und die ersten Sachen erscheinen hier auf der Seite.
So, und jetzt muss mir gleich mal jemand helfen. Was sind KILs? Okay, da kann ich ungefähr was mit anfangen. Klassenarbeitsersatzleistungen. Ja, Selbst- und Fremdbewertung durch SchülerInnen ist ein gutes Thema. Das ist ja auch das, was ich schon gesagt habe, so ein bisschen Peer-Review. Ja, Studierende sich selbst bewerten lassen, machen wir auch ganz gerne bei Präsentationen oder bei sage ich mal, mündlichen Prüfungen, dass man erstmal die Leute bittet, sich mal einmal kurz irgendwie selbst einzuschätzen, was vielen tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer fällt. Also vielleicht auch verständlicherweise, weil einem halt manchmal so ein bisschen das Vergleichsmoment fehlt. Projekte sind natürlich immer eine super Sache. Also dieses Lego-Praktikum zum Beispiel ist ja auch sehr projektmäßig orientiert. In der Uni ist es ja dann tatsächlich so, dass die ganzen Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Forschungsprojekte, das sind ja immer sehr projektartige Sachen. Ich glaube, das Problem ist immer so, die Grundlagenfächer dann schon irgendwie projektmäßig über die Bühne zu bekommen. Das ist einfach aufgrund der großen Anzahl der Studierenden, die man da hat und die halt die Betreuungsleistung solcher Projekte mit sich bringt, immer recht ambitioniert, das zu machen. Aufteilung in Prozess- und Produktnote finde ich sehr gut. Das habe ich auch gleich später noch auf einer Folie. Aufgaben für Klausur und Quiz erstellen, PowerPoint. Also PowerPoints nehme ich mal an, ist sozusagen äquivalent zu, Sie machen Präsentationen. Ja, also PowerPoint ist jetzt eben auch nur ein Werkzeug, Präsentationen oder Videos zu machen, Erklärvideos. Stop Motion. Okay, klar. So, was, keine Ahnung. Mindmaps oder so würden jetzt auch noch in das Thema reinfallen. Okay, sehr gut. Vielen Dank. Deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich jetzt auch vielleicht erwartet hätte. Minecraft, könnte man noch dazu sagen. Das hatte ich schon einmal. Dass Schüler also mit Minecraft Dinge sozusagen nachbauen, modellieren. Ja, also genau. Einer hat zum Beispiel Minecraft in der Kamera gebraucht. Mhm. Also. Genau, muss man immer gucken, wo sich sowas anbietet. Genau, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, eine Religion erstellt euer ideales Kind. Wenn es zum Beispiel in Religion darum ginge, wir machen gerade Kirchenbau, erstellt eure ideale Kirche nach bestimmten Maßgaben, worauf es ankommt und so weiter. Dann kann man es natürlich zeichnen, man kann es beschreiben, man könnte es theoretisch auch in Minecraft nachbauen. Genau, und dann benutzt man es im Prinzip einfach als Tool, als 3D-Werkzeug-Simulationsmodell, genau, Modellierungsumgebung. Manche Schüler motiviert das total, obwohl die da wahrscheinlich effektiv viel mehr Arbeit reinstecken, aber das ist für die dann in dem Moment einfach so schön. Genau, aber man holt dann halt die Schülerin irgendwo in ihrer Lebenswelt und Lebenswirklichkeit ab und bindet halt da an, wo sie schon für sich selbst gewisse Kompetenzen entwickelt haben. Es ist auch noch was im Chat passiert. Okay. Ja, also ein bisschen sozusagen mit Blick in die Zukunft habe ich mir auch diesen Punkt aufgeschrieben, formatives versus summatives Prüfen. Also ist es wirklich gut und schlau, jetzt meinetwegen das, was wir machen, 2 Semester lang mit Leuten eine Lehrveranstaltung zu machen und dann am Ende halt alles irgendwie in eine Prüfungsnote reinzusetzen? Nee, wahrscheinlich nicht. Eigentlich wäre es halt cool zu sagen, man macht das schon semesterbegleitend, viele kleine Sachen und fügt die dann halt irgendwie zusammen. Geben bei uns aber nicht so richtig die Studien- und Prüfungsordnung her. Prozess statt Resultat bewerten haben wir eben auch gerade schon gesehen. Was so ein Punkt ist, der mir irgendwie jetzt in den letzten 2-3 Semestern noch aufgefallen ist, dass solche Online-Prüfungen auch nochmal durchaus positiv zu bewerten sind unter Berücksichtigung meines zum Beispiel von Barrierefreiheit. Also wenn halt da ein Text eben nicht oder eine Aufgabe nicht gedruckt auf einem Zettel steht, sondern halt online auf einem Bildschirm, dann kann sich eine Person, die zum Beispiel schlecht
gucken kann, das auch viel einfacher vorlesen lassen oder halt beliebig die Schriftgröße vergrößern, ja, und sich vor einen beliebig großen Monitor setzen, um das halt trotzdem gut zu sehen. Genauso hatte mich, ich glaube auch ungefähr vor einem Jahr bei dieser besprochenen Online-Leistungskontrolle eine Studentin mit Migrationshintergrund gefragt. Sie hat noch nicht so gut Deutsch gelernt, ob sie halt die Aufgaben auch auf Englisch bekommen kann. Und da habe ich halt gesagt, naja, ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und für Sie sozusagen alle Aufgaben auf Englisch übersetzen, aber Sie sehen die Aufgaben einfach im Browser und das ist auch jetzt nicht irgendwie ein Safe-Exam-Browser, der ist nicht irgendwie geschützt. Sie können einfach Copy und Paste machen, das in irgendeinen Online-Übersetzer reintun und können sich das in jede beliebige Sprache der Welt übersetzen lassen. Ich werde natürlich keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Übersetzung dann stimmt, ja, aber in dem Sinne ist das, also ermöglicht das schon viel diversere Zugänge zu solchen Materialien. Also ist zumindest mal so ein Punkt, den man mit berücksichtigen sollte. Dann generell prüfungskulturmäßig müsste man sich immer mal fragen, sollte man nicht einfach mehr Wert auf Feedback legen, statt darauf den Leuten einfach irgendwie blind irgendwelche Noten zu geben? Ja. Das muss man sehen. Und was mir an der Uni insbesondere aufgefallen ist, dass wenn man mal anfängt, jetzt die Prüfungskultur zu reformieren, dass das natürlich auch ein Transformationsmotor sein kann, mal ein bisschen an der Lehr- und Lernkultur halt zu rütteln. Ja, oder dass das im Sinne des Constructive Alignment irgendwie zusammenführt. Also ich kann nicht anfangen, in den Lehrveranstaltungen versuchen, den Leuten ganz viele abgefahrene, neue, innovative Kompetenzen zu vermitteln und sie machen jetzt irgendwie alles digital und online und am Ende dann halt sagen, nee, aber die Prüfung ist nur mit Zettel und Stift und Taschenrechner. Das wird halt nicht funktionieren. Ja, also das muss schon irgendwie alles zusammenpassen. So, und also so ein letzter Punkt, der jetzt, also außer vielleicht in dieser Gruppenphase bei mir ja auch noch nicht so wirklich stattfindet, ist so erlaubte Kollaboration, Kommunikation wirklich im Sinne von Gruppenprüfungen. Also die Studierenden sollen nachweisen und die Lernenden sollen nachweisen, dass sie Sachen halt alleine können, auf jeden Fall schon, aber eben auch sich mit anderen vernünftig darüber austauschen können oder auf im normalen Leben eine total wichtige Kompetenz ist, irgendwie auf Vorarbeiten aufzubauen. Ja? Oder zu sagen, ich habe so ein Problem und ich finde da irgendwie, ich google jetzt danach, ich suche danach im Internet und da finde ich halt ein paar Ideen und ein paar Ansätze. Welcher Ansatz erscheint mir denn sinnvoll, den mal weiter zu verfolgen und welcher erscheint mir nicht so wahnsinnig sinnvoll? Ja? Und also da habe ich mir mal irgendwie was so ausgedacht, habe ich mal auch, glaube ich, vor einem halben Jahr irgendwie mal in einem längeren Thread vertwittert und ein Bild zugemalt. Ich versuche es mal irgendwie so ganz kurz zu erklären, wie man es vielleicht irgendwie aus meiner Sicht für eine ingenieurwissenschaftliche Prüfung machen könnte, sehr konjunktiv gesprochen. Also nehmen wir mal an, wir haben irgendwie 9 Studierende, das sind hier oben die Zahlen von 1 bis 9 und es gibt sozusagen so 3 große Aufgabenkomplexe, die heißen A, B und C. Und jeden Aufgabenkomplex kann ich jetzt in so Teilaufgaben unterteilen, in eine Teilaufgabe A, eine Teilaufgabe B, eine Teilaufgabe C, vielleicht gibt es auch noch D, keine Ahnung. Und so viele Teilaufgaben, wie es gibt, so viel gibt es sozusagen auch Zeitphasen. Und also die ersten 3 Studenten, die bearbeiten jetzt in der ersten Phase erstmal die Teilaufgabe A von dem großen Aufgabenkomplex A und die Studenten machen Teilaufgabe A von Aufgabenkomplex B und die Studenten hinten, die Studierenden machen eine Teilaufgabe A von der Komplexaufgabe C. Und dann tauschen die halt im Prinzip einmal die Aufgaben und dann sieht halt meinetwegen der Student oder die Studentin, sieht die 3 Lösungen von den anderen Studenten. Also wie wenn die gewollt abgucken können, die dürfen jetzt nicht abgucken, die müssen abgucken. Die sehen die Lösung von den anderen, sehen 3 Lösungen, sehen auch die Aufgabe zu und müssen sich sozusagen überlegen, nee, das sieht irgendwie falsch aus, das sieht ganz gut aus, damit mache ich mal weiter und das passt ja auch so in etwa. Ne? Und das ist so im normalen Leben eine total wichtige Kompetenz. Ich habe irgendwie eine Aufgabe, da gibt es schon ein bisschen was zu, was mal ein paar Leute irgendwie vorher gemacht haben. Oder ich sage, nee, das klingt mir alles total suspekt, ich mache das jetzt lieber nochmal neu. Ja? Mit entsprechend, ja, vielleicht verliere ich dann halt aber dadurch Zeit, keine Ahnung. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, kann natürlich durch Zufall so sein, dass diese 3 Studierenden, die hier irgendwie diese Aufgabe lösen, dass die alle
da ganz großen Quatsch hinschreiben und dass das ja für die Person hier unfair wäre, wenn die dann auf drei Quatschlösungen aufbauen muss. Naja, man könnte ja als Lehrperson auch irgendwie noch so eine halbrichtige oder fast richtige Lösung da auch noch mit irgendwie in den Prozess reinschummeln. Ja, die müssen ja die Person dann vielleicht auch erkennen. Also, keine Ahnung, das wäre zumindest mal so ein Format, wo Kommunikation, Kollaboration, Austausch über das Internet abgucken, wenn man das so nennen will, intrinsisch mit eingebaut ist, wäre mal interessant, das auszuprobieren. Und gerade das über digitale Medien halt abzubilden, würde halt ganz gut funktionieren. Ne? Also das mit Papier und dann muss man irgendwie ganz viele Sachen in dem Hörsaal austauschen, wird halt nicht funktionieren. So, und in diesem Sinne als Fazit würde ich sagen, gute Prüfungen sind Prüfungen, in denen es sinnvolle, authentische, lebensnahe, an die Lebenswelt der Lernenden angegliederte Aufgaben gibt, ja, die auch irgendwie so ein bisschen zeitgemäß sind, wo es mehr darum geht, eben Kompetenzen zu zeigen, die man in einem Lernprozess erworben hat und nicht notwendigerweise nur Wissen zu replizieren, wobei natürlich in so Kompetenzaufgaben auch ja immer meines Erachtens relativ viel Wissen drinsteckt. Ne? Also wenn ich zeigen muss, wie ein bestimmtes Verfahren funktioniert oder dass ich verstanden habe, wie ein Verfahren funktioniert, muss ich ja nichtsdestotrotz erstmal wissen, wie das Verfahren überhaupt geht, ja, damit ich das dann auf weiß ich, ein unbekanntes Beispiel anwenden kann. Und ja, gute Prüfungen sind meines Erachtens auch nicht googelbar, wobei man sich natürlich darüber streiten kann, was man jetzt so darunter versteht. Also ich bin da immer beispielmäßig natürlich sehr in den Ingenieurwissenschaften, aber meinetwegen in der Mathematik verfangen. Wenn ich jetzt als Aufgabe stelle, was ist denn die Ableitung von einer Sinusfunktion? Ja, dann kann wirklich jeder danach googeln, Ableitung Sinusfunktion, und sagt Google, das ist die Kosinusfunktion, und wählt man halt aus, Kosinusfunktion, schreibt irgendwo eine Kosinusfunktion. Das Problem ist, wenn ich die Frage so stelle, muss ich ja nicht verstanden haben, was eine Ableitung ist, und ich muss nicht verstanden haben, was eine Sinusfunktion ist. Ich muss das einfach nur da eintippen können und irgendwie eine Antwort lesen können und wieder Copy und Paste und was reingucken können. Wenn ich jetzt als Frage dahin schreibe, was ist denn die Ableitung der folgenden Funktion, und dann ist da ein Bild von einer Sinusfunktion, ja, dann muss ich ja erstmal schon ein bisschen a priori Wissen mitbringen. Ich muss da drauf gucken und sagen, ah ja, das sieht aus wie so eine Winkelfunktion. Moment, was könnte das sein? Ich suche mal Sinus, Cosinus, Tangens. Ah ja, nee, ist doch ein Sinus. Okay, was sind die Ableitungen vom Sinus? Ah ja, ist Cosinus. Okay, dann wähle ich halt Cosinus aus, dort tippt da Cosinus ein oder so. Ne? Und so kann man halt die gleiche Frage ein bisschen Google-fester designen. Oder man kann das halt natürlich beliebig fortführen und sagen, okay, was sind die Ableitungen von dieser Funktion? Dann ist da ein Bild von einer Sinusfunktion. Und die drei, vier Antwortmöglichkeiten, die dann sind wieder Bilder von Funktionen. Und da muss ich halt wieder sagen, okay, was ist denn eigentlich das Bild, der Graph, der Funktionsverlauf von einer Kosinusfunktion und die halt auswählen. Und indem ich halt diese Schlüsselworte Sinus und Cosinus vermeide in dem Fragen- und Antworttext, mache ich halt so eine Aufgabe ein bisschen Google-fester und sozusagen ein bisschen kompetenzorientierter. Und andererseits kann man natürlich auch sagen, warum soll es bei manchen Aufgaben nicht vielleicht auch einfach manchmal gut sein, irgendwie eine ergoogelte Lösung dahin zu tun, wenn es denn halt die richtige ist, von vielen möglichen Varianten. Also, schönes Beispiel, ich weiß nicht, Jöran Mus-Mehrholz hat das mal, glaube ich, auch irgendwo so beschrieben. Ne? Also, wenn man jetzt, man ist Mitarbeiter, man ist in irgendeiner Firma und man kriegt von seinem Vorgesetzten irgendwie einen Auftrag, dieses und jenes Problem zu lösen, und dann googelt man halt danach oder sucht im Internet und findet halt nach 5 Minuten eine super Lösung für das Problem, die aber halt nicht die eigene Lösung ist, dann wäre es ja auch total absurd, wenn man sich halt dann nochmal eine Woche hinsetzt, um irgendwie eine eigene Lösung zu entwickeln und dann zu seinem Vorgesetzten geht und sagt, ja Chef, Sie haben ja hier irgendwie die Aufgabenstellung gegeben, ich habe nach 5 Minuten im Internet eine super Lösung gefunden, aber das war nicht meine eigene, ich habe mir jetzt selber nochmal eine überlegt, das hat mich eine Woche gedauert, die ist auch nicht ganz so gut, wie die ich schon am Anfang gefunden hatte, aber es ist meine eigene, super, oder? So, und also, naja, wenn man den Studierenden irgendwie in den Prozess erlaubt, im Internet zu suchen, warum nicht? Aber dann sollte man halt auch irgendwie im Internet gesuchte Lösungen akzeptieren, wenn es denn die richtigen Lösungen sind, wenn es denn halt gute Lösungen sind. Ja. Aber ja, da kann man natürlich auch sich trefflich drüber streiten, wie man das macht. Und
Ja, stattdessen, wie wir in den meisten Fällen auch ganz gerne prüfen, ist eben das so, wie wenn man im Dunkeln seinen Autoschlüssel verliert, diese berühmte Straßenlampensuche. Man sucht eben, naja, unter der Straßenlampe, da wo es hell ist, weil man da überhaupt die Möglichkeit hätte, den Schlüssel irgendwie auf der Straße zu finden. Das ist aber nicht notwendigerweise die Stelle, wo man halt den Schlüssel verloren hat. Ja? Und so machen wir, glaube ich, auch ein bisschen manchmal so ein Straßenlampenprüfen. Wir prüfen halt das, was sich gut und einfach prüfen lässt, was aber vielleicht nicht notwendigerweise das Relevanteste wäre, was es halt zu prüfen gilt bei den Schülern oder Lernenden oder Studierenden. Ja. Und ansonsten, was mir noch vielleicht irgendwie letztens als ein ganz gutes Kriterium eingefallen ist, um so gute, kompetenzorientierte Online, Open Book, Open Web, was auch immer, Prüfungsformate zu bewerten, wäre, wie schwierig, wie aufwendig wäre es denn, einer wirklich fachfremden Person zu erklären, wie man diese Prüfung besteht oder wie man diese Prüfung löst. Ja, und wenn das einfach wäre, ja, bei Aufgabe 1 musst du A ankreuzen, bei Aufgabe B musst du C ankreuzen, dann ist halt eine schlechte Prüfung. Ja. Wenn man sagen muss, also pass auf, bei Aufgabe A steht das und das und achte mal auf die und die Schlüsselwörter und dann steht dahinter ein Zahlenwert und dann musst du den so und so in irgendwie eine Formel einsetzen, dann sagt man, nee, das klingt mir schon irgendwie alles zu kompliziert, da muss ich mich vielleicht mal echt doch mit beschäftigen. Ja. Und wenn man dann den Lernenden nach der Prüfung tatsächlich irgendwie gutes, konstruktives, sinnvolles, gewinnbringendes Feedback gibt und das auch möglichst zeitnah, dann ist vielleicht ja die Motivation auch so schon relativ hoch, sinnvoll und gut und ohne Betrug an der Prüfung teilzunehmen, weil man halt an diesem Feedback interessiert ist. So, und damit möchte ich schließen und beende an der Stelle auch mal die Aufnahme.